Xiaomi Mi Mix-Klone alias Tri-Bezel-less Smartphones aus China gab es im vergangenen Jahr sehr viele, doch keines der Geräte hat eine Ausstattung wie das Elephone S8 zu bieten, was dieses Smartphone zu etwas Besonderem macht. Doch ist besonders auch gut? Im folgenden Testbericht bekommt ihr die Antwort auf diese Frage. Das Elephone S8 wurde uns für den Test von Gearbest zur Verfügung gestellt. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Schon beim Blick auf das Design wird klar, dass sich das Elephone S8 als erschwingliches Premium-Smartphone positionieren will. Der schöne, matte und leicht geschwungene Metallrahmen fasst das Frontglas sowie das 3D-Glas auf der Rückseite ein. Das gewölbte Glas auf der Rückseite lässt das Elephone S8 interessant und hochwertig wirken und sorgt noch dazu für ein angenehmes Gefühl in der Hand. Das Elephone S8 ist rundum perfekt verarbeitet, es gibt keine unsauberen Bohrungen und sogar die Hardware-Tasten sitzen fest an ihrem Platz. Der Power-Button ist mit seiner roten Umrandung ein nettes optisches Highlight. Überraschenderweise ist das Glas der Rückseite recht kratzfest, denn bisher sind hier keine Beschädigungen zu erkennen. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte trotzdem die mitgelieferte Schutzhülle nutzen. Mit 8,7 mm Gehäusedicke ist das Elephone S8 vergleichsweise schlank gebaut. Touch-Buttons sind einem einzelnen Touch-Home-Button gewichen, eine Benachrichtigungs-LED gibt es nicht. Das große Highlight am Elephone S8 ist ganz klar das Display. Elephone setzt hier nicht nur auf ein Tri-Bezel-less Display, sondern auch auf ein Panel mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. Wer das 18:9 Format nicht mag, wird sich freuen, denn Elephone setzt hier noch auf 16:9. Loben muss man Elephone für die Bezels. Auch wenn Tri-Bezel-less natürlich weiterhin nicht für randlos steht, so sind die Bezels hier doch sehr schlank. Links und rechts sind es nur 1,65 mm und oben messen wir 3 mm. Lediglich der untere Rand ist mit 14,7 mm etwas dicker, aber immer noch deutlich schlanker als zum Beispiel beim Mate Alpha. Insgesamt ist das Elephone S8 trotz des 6 Zoll großen Displays nur so groß wie ein größeres 5,5 Zoll Smartphone. Die Qualität des Displays ist exzellent, die Darstellung ist gestochen scharf und durch die hohe Pixeldichte bietet es bei hochauflösenden Fotos einen genialen Detailreichtum. Hinzu kommen satte Farben, ein guter Kontrast und eine sehr helle Ausleuchtung. Insgesamt gibt es an dem Display wirklich nichts auszusetzen. Das Elephone S8 unterstützt übrigens auch die ganze Palette an MediaTek-Display-Technologien. Wir haben Miravision zur Anpassung der Darstellung in allen Bereichen, aber auch MediaTek Smart Screen Features zur Verbesserung der Lesbarkeit und des Energieverbrauchs. Zusätzlich gibt es Clear Motion, diese Technik sorgt dafür, dass Videos flüssiger abgespielt werden. Für das Frontglas setzt Elephone auf Gorilla Glas, gibt aber nicht an, um welche Generation es sich handelt. Kratzfrei blieb das Display bisher jedenfalls. Fingerabdrücke werden vom Glas auch gut in Schach gehalten. Der 5-Punkt-Touchscreen funktioniert gut, es gibt nur eine sehr geringe Eingabeverzögerung und die Genauigkeit ist hoch genug für schnelles Tippen ohne ständige Fehler. Im Elephone S8 steckt ein Helio X25 mit 10 Kernen, welches sich auf 2 Cortex A72 Kerne mit 2,5 GHz, 4 Cortex A53 Kerne mit 2 GHz und 4 Cortex A53 Kerne mit 1,3 GHz aufteilen. Im AnTuTu Benchmark erreicht das Elephone S8 rund 89.000 Punkte. An Arbeitsspeicher werden 4 GB LPDDR3 RAM verbaut, die einen sehr guten Datendurchsatz erreichen. Der Speicher beläuft sich auf 64 GB und kann leider nicht erweitert werden. Die Alltagsperformance vom Elephone S8 ist tadellos. Das Handset läuft größtenteils sehr snappy und flüssig, das RAM-Management könnte jedoch weniger aggressiv gestaltet sein. Apps schließen sich trotz den 4 GB RAM relativ schnell im Hintergrund. Leider eignet sich das Elephone S8 nicht zum Spielen, da die meisten anspruchsvollen Games nach kurzer Zeit zu ruckeln beginnen. Das liegt daran, dass der Prozessor wohl nicht gut genug gekühlt wird, was deutlich wird, wenn wir uns den Drosseltest ansehen. Hier sieht man sehr schön, dass der Chip die Leistung bei voller Auslastung sehr schnell zurückfährt. Keine Kritikpunkte gibt es bei den Sensoren. Der Fingerabdruckscanner arbeitet sehr zuverlässig und vergleichsweise flott. Selbst verschmutzte oder feuchte Finger machen hier keine Probleme.
An Bord ist außerdem ein Kompass und Gyroskop und beide funktionieren einwandfrei. Einen Schrittzähler gibt es ebenfalls. Als Betriebssystem kommt Android 7.1.1 zum Einsatz, welches bis auf den Launcher wie Stock Android aussieht. OTA-Updates werden unterstützt und Elephone hat auch ein Android 8 Oreo-Upgrade versprochen. Multilanguage wird auch unterstützt und der Google Play Store ist ab Werk vorinstalliert. Eine etwas sinnlose Funktion ist die Möglichkeit, Apps in Fenstern zu nutzen. Hier verstehen wir den Sinn nicht ganz, da Fenster auf einem solch kleinen Display einfach nicht sinnvoll nutzbar sind. Schlecht gelöst wurde leider die Steuerung mit dem Home-Button. Durch einmaliges Berühren kehrt man eine Ebene zurück, Doppeltippen bringt einen zum Homescreen und langes Drücken öffnet den App-Switcher. Leider ist es aber so, dass beim Doppeltippen nicht nur Home ausgelöst wird, sondern man dabei auch eine Ebene zurückkehrt. Und das kann echt nervig sein, wenn man zum Beispiel im Browser ein Formular ausgefüllt hat, kurz zum Homescreen zurückkehrt und anschließend feststellt, dass man dabei im Browser eine Seite zurückgegangen ist und sein Formular verloren hat. Glücklicherweise kann man das Smartphone auch mit On-Screen-Tasten steuern, sodass es dafür wenigstens eine Alternative gibt. Schön zu sehen ist übrigens, dass es für das Elephone S8 auch Community-Support gibt. Mit der Eragon-ROM gibt es bereits eine erste Custom-Firmware, mit welcher sich Performance, Audioqualität und Akkulaufzeit weiter verbessern. Empfangstechnisch leistet sich das Elephone S8 keine Aussetzer und das beginnt schon beim Mobilfunkempfang, der wirklich exzellent ist. Beim SIM-Slot gibt es jedoch eine Besonderheit zu beachten. LTE wird nur auf einem Slot unterstützt, steckt die SIM-Karte im falschen Slot, kann man nur 3G nutzen. Das Elephone S8 unterstützt AC-WLAN und konnte im Test eine 200 Mbit Internetverbindung voll auslasten. Ein Stockwerk unter dem Router werden immer noch gute 52 Mbit pro Sekunde erreicht und Verbindungsabbrüche kamen nie vor. Bluetooth wird in Version 4.0 unterstützt und deckt bis zu 3 Räume ab. Das GPS funktioniert ebenfalls einwandfrei. Ein Fix wird blitzschnell erreicht und beim Navigieren und Tracking gab es nie Aussetzer oder Ungenauigkeiten. Der Medienlautsprecher im Elephone S8 wird von einem dedizierten NXP Smart PA Hi-Fi Chip befeuert. Und tatsächlich klingt er recht gut, aber das volle Potenzial wird bei weitem nicht ausgeschöpft und es gibt durchaus Smartphones in der Preisklasse, die deutlich besser klingen. Der beiliegende USB Typ C auf 3,5 mm Adapter liefert einen guten, kräftigen Klang mit hoher Maximallautstärke, der jedoch etwas basslastig ist. Die Telefoniequalität ist sehr gut, die Ohrmuschel liefert einen sauberen Klang, genau wie auch das Mikrofon. Hintergrundgeräusche werden mit einem dedizierten Mikrofon recht gut ausgefiltert. In der Hauptkamera vom Elephone S8 steckt ein 21-Megapixel Sony IMX220 Sensor mit F2.0 Blende. Elephone hat mit diesem Sensor schon einiges an Erfahrung gesammelt. Umso enttäuschender ist jedoch, dass man weiterhin nicht in Perfektion beherrscht. Störend ist, dass der Fokus ziemlich lahm ist und gerne eine halbe Ewigkeit vor sich hin pumpt, bis er mal die richtige Einstellung gefunden hat. Außerdem ruckelt die Kameravorschau, was beim Knipsen störend sein kann. Die Bildqualität bei Tag an sich ist aber sehr gut. Die Kamera liefert eine sehr gute Schärfe mit ordentlichem Detailreichtum und guten Farben. Die Dynamik könnte hin und wieder etwas besser sein, ansonsten gibt es aber nichts auszusetzen. HDR-Fotos kommen sehr gut zur Geltung und zeigen ein stimmungsvolles Farbbild. Bei einsetzender Dämmerung liefert die Kamera immer noch recht gute Ergebnisse ab. Bei Nacht versagt sie dann aber. Hier zeigt sich ein deutliches Bildrauschen und die Kamera ist extrem anfällig für Wackler. Insbesondere wenn man den Blitz nutzt, ist es fast unmöglich, ohne ein Stativ oder eine Stütze scharfe Bilder zu schießen. Die Frontkamera, basierend auf einem 8-Megapixel Sony IMX219 Sensor mit F2.2 Blende, ist der heimliche Star der Show. Bei Tageslicht erzeugt diese wirklich astreine Bilder, die auch anspruchsvollere Selfie-Fans zufriedenstellen werden. Bei Lichtmangel gibt es dann leider auch hier ein Bildrauschen.
Das Selfie-Licht für Aufnahmen bei Dunkelheit ist leider nicht zu gebrauchen. Ein Screenflash hätte da mehr Sinn gemacht. Bei Videoaufnahmen liefert die Frontkamera ebenfalls ziemlich gute Ergebnisse ab. Die Auflösung beträgt hier 1080p, EIS gibt es allerdings nicht. Die Hauptkamera kann Videos in 4K aufnehmen, doch auch hier gibt es kein EIS und keinen kontinuierlichen Autofokus. Zudem ist die Qualität der Aufnahmen relativ schlecht. Diese sehen eher aus wie hochskalierte Full-HD-Aufnahmen. Die Akkulaufzeit ist für das große, hochauflösende Display und den Helio X25 Prozessor ziemlich gut. Der 4000 mAh Akku bringt das Elephone S8 locker durch den Tag und sogar die Nacht. Im Schnitt lag die Screen-On-Zeit bei 6 Stunden. Aufgeladen wird mit 5 Volt und 2 Ampere, wobei der Akku von 20 auf 100% in rund 2 Stunden geladen wird. Fazit: Das Elephone S8 ist nicht nur auf dem Papier ein interessantes Smartphone, sondern macht auch in der Praxis nicht so viel falsch. Bedenkt man, dass man das Elephone S8 für einen Preis von derzeit zwischen 190 und 200 Euro bekommt, liefert der Hersteller hier wirklich viel für das Geld. Zwar ist auch das Elephone S8 nicht gänzlich ohne Schwächen, macht aber auch nichts gravierend falsch. Zudem besteht die Hoffnung, dass das Elephone S8 wie schon das P9000 etwas länger unterstützt wird. Damit besteht auch die Chance, dass sich die Kamera noch weiter verbessern wird. Das war es dann soweit für diese Review. Den Shop-Link und weitere Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Ich war Christopher für CMM, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.